zwischen Unterdrückung und Revolution. Wie kämpft eine Frau im Jemen für die Freiheit? Im Gespräch die Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Kaman. Sie sind die erste Araberin, die den Friedensnobelpreis erhält. Können Sie den Augenblick beschreiben, als Sie von der Auszeichnung erfahren haben? Ich wusste zuerst nicht, dass ich den Preis bekommen habe. An dem Tag war ich in meinem Zelt am Tahrirplatz in Sanaa bei den Demonstranten. Und nur über das Fernsehen habe ich dann erfahren, dass ich mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werde. Ich saß, wie gesagt, in meinem Zelt und habe an meinem Laptop gearbeitet, als ein Freund anrief und sagte: Tawakkul, Glückwunsch, Sie bekommen den Preis. Mir war nicht klar, von welchem Preis er redet. Kurz zuvor hatte mich nämlich eine Zeitschrift kontaktiert, um mir mitzuteilen, dass ich auf der Liste der wichtigsten 100 Intellektuellen der Welt stehe. Ich dachte, der Freund hat das gemeint. Kurz darauf habe ich den Fernseher angemacht und sehe die Meldung: Tawakkul Kaman erhält den Friedensnobelpreis. Die Freude war unbeschreiblich, sowohl für mich als auch für die Demonstranten, denn der Preis hat eine sehr große Bedeutung. Sie haben also nicht nur die Freude geteilt, sondern auch den Preis mit den Tausenden von Demonstranten, die da auf dem Tahrirplatz waren? Ganz genau, der Preis ist umso bedeutsamer, weil er nicht nur mir gilt, sondern auch die friedliche Revolution der Jugend im Jemen auszeichnet. Die Demonstranten wurden von Machthaber Salah auf schlimmste Art und Weise unterdrückt. Sie haben den Maschinengewehren seiner Sicherheitskräfte gewaltlos und mit Blumenwiderstand geleistet, obwohl das jemenitische Volk selbst auch Waffen zur Verfügung hat. Die Menschen sind auf den Straßen erschossen worden, während sie nach Frieden gerufen haben. Der Friedensnobelpreis ist also auch eine Anerkennung der jemenitischen und der arabischen Revolution und gleichzeitig eine Anerkennung der arabischen Frauen, die daran sehr aktiv beteiligt waren. Sie engagieren sich in der Politik für die Menschenrechte und Sie sind Frauenrechtlerin. Steht das Letzte im Vordergrund für Sie? Ich setze mich für Menschenrechte ein. Und wenn wir von Menschenrechten reden, dann rücken die Frauenrechte automatisch in den Vordergrund. Denn die Frauen machen die Hälfte jeder Gesellschaft aus. Allerdings glaube ich nicht daran, dass die Frau für ihre Rechte als Frau kämpfen sollte. Sie sollte für ihre Heimat als Ganzes kämpfen. Erst dann kann sie ihre Rechte in der Gesellschaft durchsetzen. Genau das haben die arabischen Frauen im Rahmen des arabischen Frühlings getan. Welche Rolle spielt dabei Ihr Mann? Wie hat er Ihr Leben beeinflusst? Er spielt eine sehr wichtige Rolle. Als er mir einen Heiratsantrag gemacht hat, sagte ich: Du kennst mein Engagement. Nur wenn du mir versprichst, mich immer zu unterstützen, werde ich dich heiraten. Er hat es mir versprochen und hat das Versprechen gehalten. Außerdem habe ich eine tolle Familie. Meine Eltern, meine Geschwister, sie betreuen auch meine Kinder, wenn ich wegen meines Engagements für die Revolution unterwegs bin. Aber die wichtigste Unterstützung kommt von meinem Mann, vor allem, weil er fest an mich glaubt. Ich möchte noch einmal auf Ihre Eltern eingehen. Ihr Vater ist Politiker. Haben Sie vielleicht die Leidenschaft für Politik von ihm geerbt? Hat er Sie beeinflusst? Sie gehören ja beide derselben Partei an. Im Allgemeinen rede ich nicht gerne über mich selbst. Das finde ich recht anstrengend. Ich dachte, wir würden über den Jemen reden. Das kommt noch. Jedenfalls bin ich in einer politischen Umgebung aufgewachsen. Mein Vater hat meine Neigung zur Politik relativ früh erkannt. Er hat mir, aber auch der ganzen Familie vieles beigebracht.
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz. Sie sind Mitglied der gemäßigt-islamischen Islah-Partei. Das ist eine konservative Partei, die der Muslimbrüderschaft nahestehen soll. Sie sind aber doch eine liberale Frau. Wie lässt sich das vereinbaren? Ich bin eine emanzipierte Frau innerhalb der Islam-Partei. Ja, genau. Widerspricht sich das nicht? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich Frauen in der Politik engagieren. Frauen müssen dafür kämpfen, dass sie in die erste Reihe kommen und dort bleiben. Deswegen müssen Frauen meiner Meinung nach in politische Parteien eintreten. Und das habe ich gemacht. Ich hätte auch in eine andere Partei eintreten können. Das Wichtigste ist, dass die Frauen in der Politik aktiv bleiben. Nach dem vom Golfkooperationsrat entworfenen Vertrag werden sich die regierende Partei und die traditionellen Oppositionsparteien jetzt die Macht in der Übergangsregierung aufteilen. Was sagen denn die Demonstranten zu dieser Lösung? Dieses Abkommen garantiert zwar den Abgang von Ali Abdallah Salah, aber es sichert ihm und seinem Gefolge Straffreiheit zu. Und das haben die Demonstranten abgelehnt. Die Demonstranten haben das Abkommen auch abgelehnt, weil sie wissen, dass Salah lügt. Niemand soll verunglimpft werden. Aber Salah hat sein Volk tatsächlich 33 Jahre lang nur belogen. Er selbst hat dies einmal zugegeben, als er gesagt hat, er regiere nicht, er tanze mit Schlangen. Wie sehen Sie die Zukunft des Jemen und welche Rolle werden Sie spielen? Sie meinen nach dem Abkommen? Ja. Trotz Unterzeichnung des Abkommens wird Salah die Vereinbarung nicht umsetzen. Die Zukunft des Jemen werden die Demonstranten auf der Straße gestalten. Wir führen die Revolution weiter, bis wir unser Ziel erreicht haben. Einen modernen, demokratischen, zivilen Staat. Der Jemen wird ein starkes Land werden, ein Staat, in dem alle Bürger die gleichen Rechte genießen. Das wird sich auch in der Sicherheit der Region widerspiegeln. Und das betrifft nicht nur den Jemen. Denn wir alle hier haben einen gemeinsamen Traum. Wir wollen die Diktatoren stürzen. Und diesen Traum werden wir mit allen Menschen, die nach Freiheit und Würde streben, verwirklichen. Denn die Zukunft gehört dem Volk. Und diese Zukunft hat mit dem Sturz des tunesischen Präsidenten Ben Ali bereits begonnen. Danke, ich danke Ihnen für das Gespräch.